Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Let's Play The Evil Within. Wir sind zurück hier in dieser... Joseph hat letzte Folge am Ende das beschrieben als Wirrwarr aus Erinnerungen. Ein nicht realer Ort, der aber sehr danach ausschaut, dass er real ist und uns auch töten kann. Oh Scheiße, lass uns hier kurz verstecken. Hat es sich so angefühlt, Sebastian? Nach dem Unfall? Ich habe mir nie eine Knarre an den Kopf gehalten. Nein, natürlich nicht. Hast deine Sorgen in Alkohol ertränkt. Wir können nicht alle perfekt sein. Meine Arbeit hat nie drunter gelitten. Aber hey, du hast den internen Bericht gelesen. Ich habe dich nicht gemeldet, weil ich mir Sorgen um deine Arbeit gemacht habe, Sebastian. Warum denn sonst? Wir haben keine Zeit für sowas. Ich brauche meinen Partner. Ich zähle auf dich. Speichermusik. Sehr gut. Was gefunden? Vielleicht. Lauter Symbole. Irgendein Kult. Könnte hilfreich sein. Mir geht's gut. Wir sollten besser weiter. Irgendwie schaut das hier sehr nach diesem... Wir haben ja den Boss Sadist schon mal besiegt. Das schaut sehr danach aus. Und ein Kartenfragment. Okay. Ja, wir haben 11 gefunden und jetzt auch 12. Wahrscheinlich finden wir als nächstes 15. Bei meinem Glück. Speichermusik. Ja, hier ist der Raum. Oder? Gibt's hier noch was? Bei den Schädeln? Nein. Und es scheint ja scheinbar irgendwelche Leute zu geben, die es stört, dass ich das hier vorlese. Diese... Ja, hier gibt's das zum Beispiel nicht. Das ist selten, dass ich immer hier mal was vorliest. Oh nee. Oder? Ist ja alles normal? Oder nicht? Wir haben keine Schlüssel, fuck. Ja, blöd. Für mich ist übrigens jetzt Ende der Aufnahmesession. Für euch geht es natürlich nahtlos wieder weiter. Und ja, gibt nur einen kleinen Cut. So, und da sind wir schon wieder. Für mich ist gerade eine lange Zeit vergangen. Für euch wenige Sekunden. Wir leveln erstmal ab, würde ich sagen. Sehr gut. So, Fitnesswaffenreserve. Ich würde sagen, wir wollten ein bisschen mehr Sprintdauer. Das geht sich genau aus. Sehr gut. Perfekt. Dann haben wir was. Dann haben wir das schon mal erledigt. In 6 Sekunden sprinten. Das ist doch mal nicht schlecht. Können wir Bolzen basteln? Meinst du? Bin dumm. Ja, wir könnten das machen. Habe ich jetzt einen hergestellt? Ja, fuck, ich habe einen von diesen. Ach, Dreck. Kältebolzen brauchen wir erstmal nicht. Explosivbolzen wäre cool. Und davon einer wäre auch nicht schlecht. So. Dann hätten wir erstmal das. Und wir gehen zurück in die normale Welt. Übrigens, ich benutze momentan ein anderes Mikro. Also, falls es sich ein bisschen anders anhört, ab nun ist es halt so. Joseph steht nicht im Weg. Ich bin gerade durch ihn durchgegangen. Das ist natürlich sehr cool. Ist hier noch irgendwas? Das habe ich schon aufgemacht.
Nee, es schaut ehrlich gesagt nicht so aus. Dann geht's weiter. Ah, hier vielleicht eine Statue oder so. Hä? Irgendwo zum Abschießen? Hä? Nein, schade. Oh. Warte mal, ich klettere hier hoch. Vielleicht kann ich dann was sehen. Alles klar? Ja. Hey, da ist Kidman. Wer ist da bei ihr? Guck mal, was ich hier habe. Scheint noch zu funktionieren. Geh vor, ich gebe dir Deckung. Nicht wieder einen Kopf halten. Dammit. Das war so klar. Wow. Okay, das ist jetzt schlecht. What the fuck? Sie schießen. Wer zur Hölle schießt überhaupt auf mich? Oh. Nein. Oh. Yeah, kann ich das auch haben? Bitte? Ah, ich verbrenne hier erstmal. What the? Dich habe ich gerade gar nicht gesehen. Nein. Zurück. Zurück. So. Motherfucker. So. So. Schwein, du. Nein! Nein! Ach, fuck you. Oh Gott. Ich glaube, ich werde seinen Erste-Hilfe-Koffer benutzen, der mich ziemlich voll heilt. Oder fast ganz voll heilt. Ich habe aber immer noch eine Spritze. Okay, das habe ich nicht mehr gewusst, dass ich jetzt nichts wirklich tun kann. Aber die Optik ist mal Hammer. Ah, Schmerzen. So, du bist sicher tot. Da habe ich keinen Zweifel. Oh, wir haben ein bisschen Shotgun-Muni wieder, aber ich bleibe mal bei meiner Pistole. Das ist so ziemlich die am wenigsten Schaden machende Waffe. Hä? Ist hier irgendwas? Ne, schaut nicht so aus. Hm. Ich möchte da nicht drauf treten. Vielleicht drüber schleichen? Ah. Ach so, ich kann die Tür sogar nicht aufmachen. What the fuck? Sebastian, dieser Pfad sollte direkt zur Kirche führen. Geh weiter, ich gebe dir Deckung. Ja, Sekunde. Joseph. Ah, so. Was zur Hölle? Schrotmuni, yeah. Hm. Ah. Das sind aber ausschließlich Leichen. Das sind keine... Alter, wie viel Schrotmuni? Ich kann nicht mal alle aufheben. Die kann ich aber nicht verbrennen. Damn you. Nein! Bitte nicht so ein Kettensägen-Typ. Bitte. Noch viel schlimmer. What the fuck bist du? Bist du sicher ein Boss, wie du hässlich bist? Frage, wie komme ich jetzt an dem hier vorbei? Kann ich da durch? Ich kann hier nicht zurück. Oh, fuck. Okay, du machst mir gar nicht so viel Schaden, wie ich gedacht habe.
Okay. Vielleicht kann ich, indem ich euch hier anzünde, oder ich kann einfach hier durchlaufen. Okay, hier muss ich sich irgendwas tun. Wow! Nein. Ja. What the fuck ist mit euch los? Das sind zwei. Joseph, ich hoffe, du kannst. Was ist das? Keine Ahnung. Nein. Ich kann fast nicht mehr rennen. Bitte, ich... Moment. Achso, das kann ich gar nicht. Moment. Nein. Ach, damn it. Ich muss sie irgendwie dazu bringen, dass sie hier diesen Ding aufmachen. Ich muss sie vielleicht lang genug hinter mir halten. Sache ist, ich komme hier nicht an denen vorbei. Zumindest nicht regulär. So, und jetzt schnell hier. So, und jetzt hier durch. Macht den Shortcut auf, ihr Penner. Oh. Bisschen normale Muni. Hä? Ja, fuck, jetzt kommt ihr von da. Oder muss ich euch dazu bringen, das von der Seite aufzumachen? Ich probiere es einfach mal. Yes. Irgendwas hat er fallen lassen oder so. Oh, da waren gerade Bolzen. Bin mir nicht sicher, ob ich die jetzt schon besiegen sollte. Oder ob ich nicht erstmal hier. Kommt hier durch. Was, ihr miesen Wichser. Hier kann ich nicht rein. Okay, ich probiere das jetzt nochmal. Von der Seite. Diesmal warte ich bis ganz zum Schluss. Damit wären jetzt halt Kältebolzen sehr cool. Habe ich welche? Nein, natürlich nicht. Wo ist der andere Typ? Ist der andere Typ schon verreckt? Ich glaube sie ehrlich gesagt nicht, oder? Nein, der steht nur da. So, jetzt schnell bitte hier. Oh, nee. Oh, sehr gut. Nein! Nein, verdammt! Ich kann hier irgendwas machen. Ja, super, ich lese das jetzt einfach mal. Walt, ich bin losgegangen, um Donner zurückzuholen. Ich weiß, wie ich in die Höhle des Löwen komme. Ich lasse nicht zu, dass sie geopfert wird. Folge mir nicht. Bleib da und pass auf die Familie auf. Ich werde sie zurückbringen. Daniel. Ja, mitten während des Bosskampfes ein... Also, ich nehme, wenn das kein Bosskampf ist, weiß ich ja auch nicht. Oh, fuck. Gut, ich werde jetzt einfach mal probieren. Ohne irgendwie... Nein, verdammt, natürlich hat das nicht funktioniert. Bringt das irgendwas? Ich glaube, jetzt habe ich meinen eigenen Bolzen zerschossen. Sehr intelligent. MP-Bolzen wird nichts bringen. Oh, rein. Aber jetzt haben, glaube ich, beide ihre Waffen weggeworfen. Ich muss sie schauen, dass ich sie in diesem Gang irgendwie dezimiere. Weil jetzt war vielleicht gerade die Chance, dass die hier das Ding öffnen. Hallo. Hallo. Wenn ich klopfe, bringt's nichts. Okay.
staggern. Okay, das Staggern bringt gar nichts. Nein, verdammt! Du Scheiße! Gut, das sind ziemlich... Ja! Immerhin. Ist der hintere down? Ja, der hintere ist down! Glaube ich zumindest. Bitte! Nein! Du Fettsack! Nein! So, da lang. Ja, der eine ist, glaube ich, echt tot. Oder? Ja! Du mieser Fettsack! Zur Sicherheit mal verbrennen. Okay, das war jetzt, glaube ich, keine gute Idee. Aber 3000 irgendwas. 3500, glaube ich. So. Jetzt gibt es mal wieder eins mit dem Explosivbolzen. Alter, wo habe ich dich jetzt hingeschossen? Kacke, Explosiv. Ja, super. Das trifft mich. Ja, ich werde schauen, dass ich den jetzt hier drüber lock. Oder ich hebe ihn auf. Moment. Das ist nicht so gut. Komm. Nein! Nicht so. Na, nicht so knapp bei mir. Das könnte jetzt mein Tod sein. Oh, oder nicht? Oh, wie glücklich. Wie lucky. Komm, du Penner. Moment. Die Armbrust, ich schock dich nochmal mit dieser Armbrust. Oder verlangsamt dich das? Keine Ahnung. 2 von 2. Du hast eine Trophäe erhalten. Fuck. Sackgasse. Ich suche einen anderen Weg. Lass uns bei der Pferdestatue da treffen. Hey, lass uns bei der Pferdestatue da treffen. So, ich verbrenne dich. Nicht, dass du jetzt nochmal kommst. Am Arsch. Oh, ich kann gleich beide verbrennen. Cool. Ihr werdet nie wieder irgendeiner Person was zu Leide tun. So, ich schaue mich jetzt nochmal schnell um, ob ich hier vielleicht irgendwas übersehen habe. Aber ganz ehrlich, das war ziemlich geil. Was ist das? Nur ein Grabstein? Sonst nichts? Aber die Area, ich frage mich, ob man die dazu bringen kann, das hier aufzumachen. Wahrscheinlich schon. Vielleicht muss man die dafür von der anderen Seite locken oder direkt davor mit einem Kältebolzen betäuben. Joseph murmelt irgendwas im Hintergrund. Und da hinten sind die hergekommen. Na, da werden wir wahrscheinlich gleich hin müssen. Ist klar. Ich frage mich, wie der Boss heißt. Ich, um es in die Folgenbeschreibung, um in den Titel zu packen, werde ich es natürlich mir anschauen, wie der Boss heißt. Aber ich bin gespannt. Vielleicht eins. Vielleicht 2, vielleicht 3, da. So, weil da stand 2 von 2, vielleicht heißen die beiden 2. Vielleicht? Keine Ahnung. So, da ist alles gut, da ist alles gut. Okay. Warte, da war was mit einem Pferd in dem Haus vorhin. Ich habe dazu was aufgeschrieben. Okay, was? Also, gehen wir da runter? Denke schon. Okay, what the fuck? Ist das jetzt wieder die schlechte Parallelwelt, oder? Ist eh alles in Ordnung. Hä? Scheint alles normal zu sein. Es kann nicht Kapitelschluss sein, sonst wäre jetzt Ende. Ja, ich würde sagen, ich speichere jetzt hier mal. Und wir sehen uns beim
Ja, der Part ist lang genug. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Evil Within, oder? Ich denke mal... Ja, die Frage ist, was ist jetzt überspeichere ich jetzt? Ja, gut, das ist jetzt nicht so unbedingt notwendig, glaube ich. Die ersten Kapitel, 3 Speicherpunkte. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sollte es euch gefallen haben, lasst doch einen Kommentar oder einen Daumen hoch. Je nachdem, ob es euch gefallen hat oder nicht. Einen Daumen nach oben oder unten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Evil Within. Tschüss, Leute.